das nächste Buch anfangen. Und Gunnar ist dabei und hat gesagt, wenn ich 15 Seiten schaffe, ohne mich zu verlesen von ruhig. Ich muss noch Bücher holen. Lass, mach den Sound einfach an. So, die Reichen und die Superreichen. Ich weiß nicht, ich bediene mich einfach aus Simons. Ich glaube, erstmal die alten Bücher. Und sowas hier: Art of Phalo. Dann noch eine Fun Generation. Dann noch Geografie Duden, das klingt spannend. Und irgendwas Altes, womit man keinen Rechtsbruch betreibt. Was ist das? Alter, was ist das denn für ein Buch? Ja, nee, das kann ich nicht lesen. Das geht nicht. Okay, das. Guten Tag. Hallo, sind wir schon drauf? Achso, ja, scheinbar. Chat. Guten Morgen, Chat. Moin, ich springe das Handy. Einfach so. Warte mal. Und ich muss noch, bevor wir starten, einen kleinen Soundcheck machen, weil ich nehme alles von vorne auf. Das habe ich vorhin aufgenommen. Check, Test. Dies ist dein Soundcheck. Okay. Ich benutze übrigens zur Aufnahme, das ist jetzt nur für euch, Chat. Wir sind live. Heute ist der Freitag, der 18. Ist das richtig? Kann das sein? 17. Ich mache ein bisschen Handy-Session. Habe ich Bock drauf. Warum ist die Kamera so komisch eingestellt? Aus dem folgenden Grund. Ich werde gleich Bücher vorlesen. Ich erkläre aber auch gleich was und so sieht man das. Ah, okay. So, Neighbor. Nein, ich werde kein YouTuber. Das ist vorbei. Das habe ich probiert. Es hat nicht geklappt für mich. So, wartet mal. Mitte, so. Freitag, der 18., so ist das. So, einmal kurz checken, bla bla bla, Test. Guten Tag, herzlich willkommen. So, einmal kurz checken, bla bla bla, Test. Guten Tag, herzlich willkommen. Hört sich besser an. Geil, ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound auch bekommt. Timo, bist du noch am Start? Nein, ich mache kein ASMR. Ja. Kann man den Audacity-Sound auch hören? Ja, ne? Das läuft alles über den Rechner, ne? Kannst du noch mal was abfeuern? Jo. So, einmal kurz checken, bla bla bla, Test. Guten Tag, herzlich willkommen. Und? Ja, ich bin die, glaube ich. Ja, geil. Dann ist doch alles easy. Ich mache jetzt vielleicht eine Stunde oder sowas. Ich erwarte auch noch ein Telefonat und so ein Kram. Schauen wir mal. Also. Ach was, habt ihr das schon gehört oder was? Ja gut, ich erkläre nochmal die Idee und nehme die Aufnahme auf. So, schönen guten Tag. Daniel Budimann ist mein Name und ich werde jetzt live auf Rocket Beans TV in unserer Hangi-Zentrale einfach mal einen neuen Test versuchen. Gemeinsam mit dem Live-Chat, der jetzt gerade da ist und vielleicht ein paar Leuten, die aktiv sind im Forum. Es wird einen kleinen Test geben. Und zwar möchte ich ein Format ausprobieren, das nennt sich einfach Verlesen. Die Idee kam mir irgendwann im Urlaub, ich war lange Zeit weg und das ist nichts Neues, nichts Weltbewegendes. Aber ich glaube, ich habe da Spaß dran und ich hoffe, dass auch ihr da draußen Spaß dran habt. Und zwar lese ich Sachen vor. Das Format heißt Verlesen. Und es ist ein Live-Format. Es hat eine ganz einfache Regel. Ich lese Bücher vor, die ich in meinem Leben vorher noch nie in der Hand gehalten habe. Das heißt, ich habe noch nicht eine Zeile eines Buches gelesen und ich werde sie versuchen, so gut ich es eben kann, vorzulesen. Nicht ironisch, sondern so, wie ich glaube, dass der Text vorgelesen werden sollte. Und je nach Anzahl der Seiten, die ich schaffe, gibt mir der Autor, wie zum Beispiel Gunnar Krupp, dessen mündliche Zusage ich bereits bekommen habe, sein Buch vorzulesen. Er gibt mir die maximale Seitenanzahl vor, die ich schaffen muss, ohne mich zu verlesen, ohne mich hörbar zu verlesen. Und wenn ich diese Anzahl der Seiten schaffe,
dann muss er mir 5 Bücher geben, das ist das, was wir abgemacht haben, 5 Bücher geben für die Community da draußen als Geschenk. Und es gibt inzwischen ein paar Leute, die wir kennen in unserem Kosmos, die Bücher formuliert haben, auch von früher noch. Und viele gute Erzähler machen das auch als Bühnenprogramm. Das hat mir Alvin gerade alles erzählt. Für mich ist das eine neue Welt, aber ich habe Bock. An welchem Punkt macht es Spaß? Wird gerade im Chat gefragt. Weiß ich nicht. Mir macht es jetzt schon Spaß. Mir macht die Idee jetzt schon Spaß, weil ich auch tatsächlich einfach so learning by doing. Ich möchte versuchen, meine Erzählerstimme und das Lesen von mir besser zu machen. Das war früher so für die Moderation, war das ein sehr, sehr guter Tipp, den ich bekommen habe. Ich soll einfach alles laut vorlesen. Und so saß ich halt dann auf Klo und habe halt die Packung von Haarshampoo-Flaschen vorgelesen. Hm? Deswegen auch dieses Mikrofon, weil wenn ich die Erlaubnis eines Autors oder einer Autorin eines Buches bekomme, dann kann er oder sie halt auch dieses File verwenden. Vielleicht ist das so ganz geil, wer weiß. Und heute, ey, ich habe jetzt einfach das Handy gestürmt. Ich habe mir gerade random einfach Sachen rausgeholt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich keinen Rechtsbruch mache, wenn ich das Ding vorlese. Duden. Abiturwissen, Geografie, wird scheiße. Dann, ich habe Simons Schrank geradet. Eine aktuelle Folge der Fun Generation mit unterschiedlichen Artikeln drin. Dann The Art of Halo. Hm? Dann Freud. Psychologische Schriften. Studienausgabe. Und Ferdinand Lundberg. Die Reichen und die Superreichen. Das sind die Bücher, die ich mir jetzt, oder die Hefte, oder das, die Texte, die ich mir sozusagen für diesen einen kleinen Test rausgeholt habe. Und dann habe ich mir aus Spaß an der Freude noch Handmixer, Handrührgerät geholt. So. Es ist live, genau, das wird im Chat gerade nochmal erklärt. Wir haben ein neues Design für die Leute, die seit Montag nicht mehr geguckt haben. Da oben ist ein Cornerbug. Und wenn die rot ist, ist es live. Wenn die blau ist, gibt es ein neues Album. Hörst du mich? Ja. Wir haben das Logo gerade nicht. Ach, haben wir gar nicht. Nee, es sind technische Probleme gerade. Ach, geil. Ist in Ordnung. Sind wir live? Glaube ich schon. Cool. Ja, Chat doch, die reden über Freud. Scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. Ja, geil. Also, hallo Twitch-Chat, hallo YouTube-Chat. Schön, dass ihr da seid. Hallo Super-Chat. Und wer weiß, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das aus. In meiner Fantasie kommt dann auch Ingo vorbei, unser Sprecher der Herzen, der mir dann auch wirklich einfach was beibringt. Und in der Gesamtkonzeption soll das dann so sein. Und das könnte ich tatsächlich jetzt schon einfach mal aufmachen. Du kannst ruhig auf den Desktop gehen. So, wir machen nämlich jetzt mal Rocket Beans auf. Ich logge mich kurz ein. Jetzt vielleicht dann doch nicht auf mich. Scheiße, zu spät. Nicht so schlimm. Wie war denn mein Passwort nochmal? Scheiße. Warte mal, bin ich drin? Scheinbar eher. So, dann springe ich ins Forum und mache da einfach mal einen Thread rein, weil ich will erstmal warm werden. Das Format, ich stelle mir das so vor, ich habe noch keine klare Länge im Kopf, dass es immer einen echten Experten gibt, der auch ein Buch vorliest, was er auch noch nie vorher gelesen hat. Nur, dass bei ihm dann die Seitenzahl entsprechend höher ist und der Preis auch höher ist, wenn er es schafft. Und er bringt mir dann aber anhand von Community-Einsendungen, bringt er mir auch Techniken bei, wie macht er das, worauf achtet er, an welcher Textstelle guckt er sich was heraus, wie macht er die Betonung. Und wenn ihr Experten in Aktion seht, oh, das ist so krass, ey, die kriegen was auch immer für einen Text und interpretieren den beim ersten Mal vorlesen. Ich finde das wahnsinnig geil. Und ich finde auch, ich bin natürlich irgendwie wie viele auf dem Podcast-Trip und ich finde das so geil, wenn Leute gut betonen können und gut Texte vorlesen können. Ich finde das einfach ganz geil. Passwort, ich hasse mein Leben. Finde ich lustig. Neil. So, Entschuldigung, ich komme immer wieder ab, aber es ist ja alles auch sehr spontan. Ich mache jetzt einfach mal, wo kommt denn das rein? In Projekte einfach rein. Nee, Projekt ist falsch. Da. Shows macht auch keinen Sinn. Allgemein Talk. Da. Development, da macht es Sinn. Community einfach. Ach, wieso muss ich mich schon wieder anmelden? Ach, das Forum, es funktioniert vielleicht einfach auch gerade nicht so gut. Das habt ihr bereits mitbekommen. Die neue Webseite ist halt einfach auch echt komplett self-made, was ich geil finde und verrückt finde. Aber da passieren dann einfach auch Sachen, die schwierig sind. Also, jetzt können wir wieder drauf gehen. Timo, dann hat man wenigstens was Visuelles irgendwie. Gib einen Titel ein. Hirnfurz. Konzept, upsala,
Verlesen. Das ist jetzt erstmal der Arbeitstitel. So, Community, optionale Stichwörter, das mache ich alles nicht. Moin. Das hier geht erstmal an alle. Das ist alles. Die jetzt gerade live dabei sind. 17.8. Was haben wir für eine Uhrzeit? 11.30. Macht gerne mit. Also für alle, die jetzt gerade irgendwo sitzen und Lust haben, ihr könnt mir etwas copy-pasten. Ich hoffe, dass ihr das ernst nehmt und mir jetzt nicht nur Scheißtexte irgendwie da reinpostet. Aber postet mal ruhig hier irgendetwas rein, was ich vorlesen soll, okay? Das versuche ich dann auch. Damit würde ich mich gerne warm machen. Das schreibe ich noch. Postet bitte Texte, dann machen wir das. Oh, ich habe lange keine Tastatur mehr benutzt. Das ist hart. Bitte kein Scheiß. Es kann echt alles sein, kein Scheiß ist, ihr wisst, was kein Scheiß sein soll. Brauche ich euch nicht erklären. Okay, so, und das poste ich jetzt und dann ist es erstellt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr in den Thread reingehen. Ich aktualisiere dann immer. Okay. Nur auf Deutsch oder auch Englisch. Englisch kannst du auch machen. Versuche ich einfach mal. Keine Ahnung. Also ist natürlich härter, aber warum eigentlich nicht? Kann man ausprobieren. Okay. Wie wär's mit dem bayerischen Lorem? Bavare ipsum dolor sit amet fui huif fui schiens wollen in der Gräne aui watzweit. Kann ich nicht. Ich kann auf den Chat erstmal vorlesen. Ich vermisse Game One. Noch jemand das Bedürfnis, Lorem Ipsum da rein zu posten? Das ist schwierig, ne? War das schon ein Versprecher? Ich würde sagen, ja, ich habe mich schon verlesen. Ich muss versuchen, die Texte so klar wie möglich, so deutlich wie möglich rüberzubringen. Ja, genau, Alsaria. Okay, ich fange an zu lesen. Moment, ich muss es größer machen. Yes, es ist, warum mache ich das? Die Idee ist so lustig. Warum tue ich mir das an? Okay, es geht los. Alsaria, ich habe nur die Überschrift gesehen. Wir können auf den Screen gehen. Timo, falls du noch da bist. Alsaria, Relativitätsprinzip. Moment, was ist das hier? Zulassen natürlich. So. Relativitätsprinzip. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird ein gegenüber der speziellen Relativitätstheorie erweitertes Relativitätsprinzip angenommen. Die Gesetze der Physik haben nicht nur in allen Inertialsystemen die gleiche Form, sondern auch in Bezug auf alle Koordinatensysteme. Dies gilt für alle Koordinatensysteme, die jedem Ereignis in Raum und Zeit vier Parameter zuweisen, wobei diese Parameter auf kleinen Raumzeitgebieten, die der speziellen Relativitätstheorie gehorchen, hinreichend differenzierbare Funktionen der dort lokalen definierbaren kartesischen Koordinaten sind. Diese Forderung an das Koordinatensystem ist nötig, damit die Methoden der Differentialgeometrie für die gekrümmte Raumzeit überhaupt angewendet werden können. Eine gekrümmte Raumzeit ist dabei im Allgemeinen nicht mehr global mit einem kartesischen Koordinatensystem zu beschreiben. Das erweiterte Relativitätsprinzip wird auch allgemein Koordinatenkovarianz genannt. Die Koordinatenkovarianz ist eine Forderung an die Formulierung von gleichen... Nein! Oh! Ist das schwer! Beep Creep, die Show ist echt weird. Ja, die ist mega weird, aber ich... Alter, war das schwer, ey. Waren schon zwei Fehler. Ja, Mauli-Maul-Coding. Mauli-Maul-Coding. Mauli-Maul. Mit Parameter, was? Ach, der Phönix von Mörs wäre lustig. Okay. Habe ich Teroi gesagt? Okay, aber das ist halt... Deswegen, glaube ich, brauche ich auch jemanden, der hier an der Seite sitzt, der mir dann halt wirklich ganz klar den Fehler sagt. Und für das Ursprungskonzept, also für den Hirnfurz, für die Idee, das ist das Konzept was, namens Vorlesen, ist es so, ich mache es anhand des Beispiels Gunnar Fest. Gunnar Krupp hat ein Buch geschrieben, er ist Autor des Buches, es nennt sich Absacker. Ich habe das Buch noch nie in der Hand gehabt. Ich nehme es in die Hand, er wird dabei sein und er sagt, wenn ich es schaffe, 15 Seiten seines Buches von Anfang an zu schaffen, ohne mich zu verlesen, dann bekomme ich 5 Bücher von ihm, die ich an die Community rausspiele. Und man könnte die Regel dahingehend erweitern, dass man sagt, für jeden Fehler, den ich einbüße, wird halt ein Buch weggestrichen. Das wäre vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht macht es das leichter und vielleicht sogar ein bisschen spannender für Leute, die einfach keinen Bock darauf haben. Aber ich finde die Idee nett und ich finde das Handwerk vorzulesen echt interessant. Ich finde das super geil.
So. Ist das mein USB, der die ganze Zeit piu-piu-piut? Bin ich das vielleicht? Keine Ahnung. Okay. Das war schwer. Kudos an Alsaria. Hat mir Spaß gemacht. Okay, ich mache mich eh erst warm. Ich habe ja noch diese anderen lustigen Bücher. Es ist heute eh alles warm. Also warm machen. So, Spisi 1911. Ich lese einfach, ohne es gelesen zu haben. Spisi 1911. Wenn ihr selber Bock habt, etwas reinzutragen, dann schreibt es in unser Forum auf Rocket Beans TV in die Community. Da also unter dem Bereich Community Hirnfurz-Konzept verlesen. Arbeitstitel. So, ich fange an. Spisi 1911. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarbera Barbara. Oh, das fick dich, es ist so hart. Es war so klar, dass sowas kommt. Cool, Timo, dass du mit Paint live gemalt hast. Kudos, das ist geil. Okay, ich versuch's aber nochmal, weil das ist schwer, aber es ist gut zum Warmwerden. Ich versuch's nochmal, okay? So, einen Schluck Kaffee noch. Ja, es ist super alt, aber es ist halt auch einfach geil. Los geht's. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber. Rhabarber Barbara. Es ist so zum Kotzen. Ja, komm, einen habe ich noch. Das ist. So. Ich fange nochmal von vorne an, ne? Also stellt euch vor, es ist wirklich, das wäre ein gutes Format. Ich fände auch geil, wenn Buster Lübbe oder was weiß ich, was Bock hätten. Und dann kommt wieder Marketing-Shit. Aber ich fände es geil, weil es ist eine nette Form, auch Autoren raufzubringen, die vielleicht nicht irgendwie die Plattform haben. Wer weiß. Ich versuche es nochmal. Spisi 1911. Roguelike lesen. Ja, Shinsuke, genau, geil. Super zusammengefasst, habe ich gerade im Chat gesehen. So ist es. Rogue. Es ist ein Roguelike vorlesen. Finde ich gut. So, los geht's. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Bar. Bauschutt, oh ja, gib mir den Marketing-Shit. Oh Gott, ist das anstrengend. Oh, ist das hart, ey. Das ist wirklich hart. Ja, gut, okay, aber wenn ich dreimal schon scheitere, ist es scheiße. Versucht's doch selber mal. Ey, wirklich, versucht es mal. Lest mal, setzt euch dahin, wo auch immer ihr seid, im Bus, in der Bahn, im Flugzeug, im Unterricht und lest es laut vor. Macht es mal. Ja, Screecher, aber das ist ja auch schwer. Hast du mal Relativitätsdings mitbekommen? Das war gar nicht so scheiße. Ich mache den nächsten Text, mal gucken. Es geht weiter. So, Colonel Hogan. Moin. So, Prolog. Da waren 16 Männer und nur 12 Maultiere. Doch keiner der Männer war bereit, die Reise abzubrechen, und dementsprechend gereizt war die Stimmung. Dass es auch noch unerträglich schwül war, machte es nicht besser. Die 16 Männer warteten am Ufer, wo die schwarzen Basaltklippen einen kleinen Hafen umrahmten und wo der Wind einem wenigstens etwas Erleichterung verschaffte. Irgendwo in den Hügeln grollte der Donner. Von den 16 Männern waren 15 in Uniform, nur einer trug einen braunen Wollmantel. Verschwitzt und ungeduldig standen sie im Schatten dichter, immergrüner Bäume, während sich die 12 Maultiere, die von schwarzen Sklaven versorgt wurden, im Schatten einer Dornhecke niedergelassen hatten, an der weißen Ruhe. Fuck! Ich lese mal weiter, okay? Schon zwei Fehler gemacht. An der weißen Rosenblüten. Die Sonne hatte fast den Zenit erreicht und ließ eine Luft flimmern, die nach Rosen, Granatäpfeln, Seetang, Myrte und Jauche roch. Vor der Küste patrouillierten zwei Kriegsschiffe, die viereckigen Segel vom langen Einsatz in Wind und Wetter schmutzig grau. In der Bucht hatte eine spanische Fregatte beider Anker. Fuck! Tschüss, Dr. Hero. Viel Spaß beim Lesen. So, ich mache das jetzt so, weil es kommen auch hier viele Einträge rein. Vielen Dank, das macht mir jetzt wirklich schon sehr viel Spaß. Ich gebe mir drei Fehler und ich wirklich versuche es so gut wie möglich zu machen. Das ist ein bisschen erschwert, weil der Fernseher ein bisschen weit weg ist und die Schrift relativ klein. Ich müsste mir dafür tatsächlich nochmal eigentlich die Brille holen. Und wartet mal kurz, ich muss da so eine Kamera wegmachen, die nervt mich die ganze Zeit.
Okay. Jetzt ist es besser. So, drei Fehler und dann gehe ich zum nächsten Eintrag. Alter, 42 Einträge schon, ihr seid ja super. Geil. Weiter geht's. Monza 198. Der Metzger wetzt das Metzgermesser mit des Metzgers Wetzstein. Mit des Metzgers Wetzstein wetzt der Metzger sein Metzgermesser. Yes. Geschafft. Der Babbo vom Bahnhof. Lerne gerade. Psychophysik beschäftigt sich damit viel... Fuck you, ey. Eins. Lerne gerade. Psychophysik beschäftigt sich damit, physikalische Reize in quantitative Beziehungen zur subjektiven Wahrnehmung zu setzen. Weber und Fechner. Besonders umfassend ist das Stephen... Oh, zwei. Ist das hart! So. Lerne gerade. Psychophysik beschäftigt sich damit, physikalische Reize in quantitative Beziehungen zur subjektiven Wahrnehmung zu setzen, Weber und Fechner. Besonders umfassend ist das Stevensche Gesetz. Hier werden wahrgenommene Reizgrößen als Potenzfunktion der physikalischen Reizstärke dargestellt. Signalentdeckungstheorien werden eingesetzt, um die Sensibilität... Schnauze. Danke, der Babo. Fritz, die Flasche. Weiter geht's. Oh. Windows hat gelacht, ja. Danke, Gürtelschnalle. Boah, das ist hart. Sensitititi. Das ist hart, ey. Okay. Seeteufel. Seeteufel. Weltweit gibt es mindestens 7 verschiedene Seeteufelarten, die sich in ihren biologischen Daten wie Größe und Alter erheblich unterscheiden. In Europa sind 2 Arten heimisch, der Lopius piscotarius. Fuck. Eins. Danke. Seeteufel. Weltweit gibt es mindestens 7 verschiedene Seeteufelarten, die sich in ihren biologischen Daten wie Größe und Alter erheblich unterscheiden. In Europa sind 2 Arten heimisch, der Lopius piscatorius und Lopius budagessa. Nein! Budagessa! 2. Seeteufel. Weltweit gibt es mindestens 7 verschiedene Seeteufelarten, die sich in ihren biologischen Daten wie Größe und Alter erheblich unterscheiden. In Europa sind 2 Arten heimisch, der Lopius piscatorius und Lopius budagessa, wobei vor allem der erstgenannte in Deutschland vermarktet und im Folgenden beschrieben wird. Fuck. Cookie Gear. Oh je, okay. Los geht's. Hey, I'm Julian. Vielleicht kann der Chat hier das beantworten. Ich mache einfach weiter jetzt. Cookie Gear. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ich ziehe schon an die 10, ja, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, was... Scheiße. Ich habe gerade das Bild runtergesagt. Ist das ein Fehler? Ja, ist ein Fehler. Oh. Warte mal. Ich muss das einmal kurz... weich machen, dass ich... So, Cookie Gear. Na, warte mal. So. Okay, ich versuch's nochmal. Cookie Gear. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10, ja, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, den Menschen zu bessern und zu bekehren. Yes. Gutenberg-Spiegel, das ist die Quelle dazu. Okay. Ach, danke.
Das ist Faust, okay, alles klar. Wusste ich nicht. Bin ich so belesen. Okay, weiter. Nieses Lied. Klassiker. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, naja, machen wir weiter. Nockix. Was Einfaches für den Einstieg. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Ich würde außerdem Stretch Goals empfehlen. Also pro Seite ein Buch statt 5 Seiten für 5 Bücher. Liebe Grüße, ich habe einen Fehler gemacht, aber das ist Dankeschön für das Feedback. Also pro Seite ein Buch statt für 5 Seiten 5 Bücher. Ja, pro Seite, das ist halt, das ist schon krass, ne? Also, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass ich sogar besser werde in diesem Format und ich schaffe halt 100 Seiten. So viel, also, dann wird Gunnar arm. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss sich festgesetzte Ziele setzen und anhand des, also der, ich finde es sogar lustig, wenn der Autor, das ist so diese Meta-Spielregel-Ebene, der Autor weiß ja gar nicht, wie gut ich oder wer auch immer das hier macht, ne, also es ist nicht mein Format, lesen kann. Und er guckt dann sozusagen den oder diejenige an, die halt vorlesen und muss dann selber eine Einschätzung geben. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Finde ich gut. Mal gucken. Parlefel, der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu läuten wie der Leutnant von Leuten seines Leuten und weg ist der Chat. Das ist das Problem am Chat. Kann hier nichts machen. So. Pro Seite ein Buch, max 5 Bücher, 3 Fehler, ein Fehler minus ein Buch. Ja, okay, Kokon Stay. Kokon Stay, das hört sich gut an. Ja, ist gut, das finde ich echt gut. Also, Kokon Stay hat im Chat gerade gesagt, dass es eine Maximalanzahl gibt. Also ich kann maximal 5 Bücher erreichen. Dazu müsste ich aber auch nur 5 Seiten dann schaffen. Also ich sage jetzt nur, aber mal gucken. So. Die Esko 91. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif, mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Scheiße. Ups. Ich mach weiter. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Ganz schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauselt's, er reitet geschwind. Er hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinem Armen das Kind war tot. Ich finde die Version von Torsch besser, schreibt Baderbüch. Mero 4588. Goethe stammte aus einer angesehenen bürgerlichen Familie. Sein Großvater mütterlicherseits war als Stadtschultheist höchster Justizbeamter der Stadt Frankfurt, sein Vater Doktor der Rechte und kaiserlicher Rat. Er und seine Schwester Cornelia erfuhren eine aufwendige Ausbildung durch Hauslehrer. Dem Wunsch seines Vaters folgend studierte Goethe in Leipzig und Straßburg Rechtswissenschaft und war danach als Advokat in Wetzlar und Frankfurt tätig. Gleichzeitig folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst mit dem Drama Götz von Berchlingen. Shit! Ja, Mongekane, ich habe Schultheiß gesagt. Ich habe auch Berlichingen falsch gesagt. So, nochmal. Goethe stammte aus einer angesehenen. Kurze Frage, Timo, vielleicht hast du auch eine Meinung. Soll ich dann wieder von vorne lesen oder soll ich dann weiterlesen? Ich glaube, von vorne lesen wird natürlich scheiße, wenn ich echt weit gekommen bin. Ich glaube, das macht Sinn irgendwie. Oder beim letzten Absatz fange ich wieder an, ne? Ich glaube, sonst ist es blöd. Naja, ist halt die Frage, was du dir für eine Challenge setzt, ne? Ja, also ich nehme das Ganze ja über Audacity auf, Ja. weil ich fände es ja sogar geil, wenn man dann das File auch wirklich dann zur Verfügung stellt, ne? Also dann aber auch wirklich so gut es geht. Das macht bei mir jetzt nicht Sinn, aber wenn wir jemanden Professionelles da haben, dann schon. Also dann Dann müsste kannst du es man. ja prinzipiell zusammenschneiden, wenn du einen gewissen Abseits geschafft Ja, hast. stimmt natürlich, aber. Ja, aber trotzdem, nee, ich lese mal weiter. Okay, alles gut. Jetzt ist eh alles Findungsphase. So.
Gleichzeitig folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst mit dem Drama Götz von Berlichingen, erzielte er einen frühen Erfolg und Anerkennung in der literarischen Welt. Als 26-Jähriger wurde er an den Hof von Weimar eingeladen, wo er sich schließlich für den Rest seines Lebens niederließ. Er bekleidete dort als Freund und Minister des Herzogs Karl August politische und administrative Ämter und leitete ein Vierteljahrhundert das Hoftheater. Die amtliche Tätigkeit mit der Vernachlässigung seiner schöpferischen Fähigkeiten löste nach dem ersten Weimarer Jahrzehnt eine persönliche Krise aus, der sich Goethe durch die Flucht nach Italien entzog. Die zweijährige Italienreise empfand er wie eine Wiedergeburt. Ihr verdankte er die Vollendung wichtiger Werke: Tasso, Iphigenie, Egmont. So, kurz. Nach seiner Rückkehr wurde seine Amtspflicht. Wenn es büßern, würde ich beim Fehler die Seite neu lesen. Okay, ja, Kabul. Ja, gut, okay. Auch eine gute. Budi, mach mal PowerPoint-Präse. Mache ich tatsächlich gleich, Trimorg. Also, ich merke schon, ach krass, ist schon 10 vor 12, fuck. Ja, ich lese noch ein paar vor und irgendwann, ja, vielleicht, ja, ich habe tatsächlich überlegt, wenn das jetzt gut ankommt, und es macht jetzt schon Spaß, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gucken, ist auch nicht so wichtig. Es macht echt, ich finde, das ist ein gutes Format, ey. Das kann ja von mir so eine Nachtschleife laufen oder wie auch immer. Es muss auch nicht toll produziert sein, solange man halt einen geilen Sound hat, ne? Ich finde das gut. Ich schreibe dazu mal ein Konzept, aber nicht jetzt live. So, Krano. Unkorrigiert. Wie viel mache ich noch? Ich mache so bis 11:45 vielleicht. Und dann muss ich, glaube ich, echt mal andere Sachen machen. So. Eins. Erste Einsicht. Eine schlanke Gestalt mit Katzenschweif schleicht sich in dieser kalten Nacht vermummt durch die Randbezirke der Stadt. Ihr warmer und gehetzter gehender Atem liegt wie eine kleine Wolke über ihrem Gesicht, ehe dieser sich nach ein paar Sekunden in nichts auflöst. Langsam kommt sie voran, denn heute sind ins... Langsam kommt sie voran, denn heute sind besonders viele Wachen unterwegs. Die Wege sind so schwach beleuchtet wie jede Nacht und nur die Soldatenfackeln der Unterstützung leuchten heller und wirken in dieser Situation wie der gefährlichste Bereich der gesamten Stadt. Ihr Atem geht schwer, während sie sich in einer Gasse hinter ein paar leeren Kisten versteckt, die vom Tagesbetrieb der Läden in näherer Umgebung übrig geblieben waren. Sie versucht sich zu beruhigen und drückt ihre zitternden Hände fest gegen ihre Brust. Sie schließt ihre Augen, konzentriert sich auf die Geräusche der sich entfernenden Soldaten, wodurch sich vor ihrem inneren Auge ein kleines Abbild der Straße aufbaut. Das ist krass, mich lenkt echt jedes Geräusch lenkt mich gerade ab. Schlüsselgeräusche von rechts, irgendwie das Bimmeln hier wegen den Notifications, das ist so krass. Ich mach mal weiter. Noch 6 Schritte rast es durch ihre Gedanken. Jeder Schritt, den die Soldaten machen, fühlt sich für sie wie eine Ewigkeit an. Eine nicht endende... habe ich schon 3 Fehler gemacht hier? Ich meine ja. Ich meine auch. Ja, Ton aus. Alter, ihr seid so clever, Mann. Ich hab Fähigkeiten, das auszustellen. Ihr seid so geil, ey. Commander Krano schreibt nochmal im Chat, ja, das ist wie gesagt unkorrigiert. Die Sätze sind noch nicht optimiert. Das macht das Vorlesen tatsächlich echt auch schwieriger, ne? Alter, Commander Krano, du hast ja voll viel geschrieben. Okay, aber scheinbar hast du es ja selber geschrieben. Respekt. Ich gehe jetzt einfach, weil ich die Regel festgesetzt habe, tatsächlich weiter. Aber geil, ey. Super, cool. Also, wenn du es selber geschrieben hast, fett. Finde ich gut. Ich mach mal weiter trotzdem. Ne? Also, wenn ihr jetzt alle Bock habt auf dieses Thema, auf diesen Hirnfurz und ihr selber Bock habt, vielleicht für euch zu testen, wie könnt ihr denn eigentlich vorlesen? Dann springt bitte ins Forum bei uns auf die Seite auf RocketBeans.tv. Und guckt unter Community in den Thread Hirnfurz-Konzept verlesen, Arbeitstitel. Okay? Geil. Dankeschön. Ich mach weiter. Miss Ir. Kann ich das eigentlich noch größer machen hier? Ja, besser. Okay. Der Zipferlake. Original Jabberwocki aus Alice im Wunderland von Christian Enzensberger. Verdaustig warst und glasse Wieben rotterten gorkicht im Gemank. Gar Elum war der Pluckerwank und die Gabeln schweißen Frieden. Hab Acht vorm Zipferlack, mein Kind. Sein Maul ist Beiß, sein Griff ist Bohr. Vom Fliegelflagel sieh dich vor, dem Mampfen schnatterend. Er zückt sein scharf befifftes Schwert. Fuck off! Scharf befifftes Schwert? Wirklich? Hab ich noch nie gelesen. So.
Ich mache jetzt weiter. Aber das ist ja wohl richtig unfair. So ist es. Weiter geht's. Er zückt sein scharf befifftes Schwert, den Feind zu futzen ohne Saum, und lehnt sich an den Dudelbaum und stand da lang in sich gekehrt. In sich gekeimt, so stand er hier. Da kam verschnofft der Zipferlack, mit Flammenlefze angewackt und guckt in seiner Gier. Mit eins, mit zwei und bis aufs Bein. Ah! Fucken, befifftes Fuck! So, zwei falsch, letzter. Mit eins, mit zwei und bis aufs Bein, die Biffelklinge Ritscherropf, trennt er vom Hals den toten Kopf und wiechernd springt er heim. Das ist aber, das ist schwer. Aber ey, wirklich, es gibt Leute, die sehen das und die machen das ohne fucking Fehler mit der richtigen Betonung und das ist ja wohl arschgeil. Und die hätte ich gerne hier. Das, wie geil wäre das denn? Wie ihr fordert die Leser heraus. Das finde ich geil. Finde ich super. Hat Buddy ein Tourette-Syndrom? Nein. Obsen. Ey, ist mir gerade eingefallen. Entschuldigung. Ja, Übung, genau. Wenn ihr Lust habt, warum eigentlich nicht? Und ihr einfach auch super krasse Skills habt und ihr gerade bei der Arbeit seid und euer Chef oder was auch immer einfach cool ist oder nicht aufpasst, vielleicht könnt ihr mir ein kleines Intro basteln. Ich habe Angst, die anderen zu fragen, die haben alle so viel zu tun. Ich muss es einfach selber machen. Ein Intro basteln dafür. Thumbnail. Ja, male ich gleich. Nee, war ein lauter Gedanke. Ich mache weiter. Dankeschön. Obsen. Wie aus Rauch bildete sich ein tiefer, dröhnender Hall. Er war wortlos, doch voller Bedeutung. Ein Gesang von einem Dutzend Stimmen getragen. Der Klang von Trommeln, Rasseln und klackernden Knochen bildete die wilde Untermalung für das getragene Rufen. Der größte Teil des Windes wurde durch einen Wall aus Pfosten und Fellen von den Tauen Kardorf abgehalten. Und die Hütten, deren gewölbte Dächer den Innenraum, wie um die Elemente herauszufordern, hoch überragten, waren stabil gebaut. Man konnte den Wind noch über das tiefe, uralte Ritual hinweg hören. Der Tänzer, eine Schamane namens Kamiku, verpatzte einen Schritt und trat ungeschickt mit dem Huf auf. Doch er glich den Patzer aus und tanzte weiter. Konzentration, es ging immer um die Konzentration. So machte man sich die Elemente untertan und zwang sie zum Gehorsam. So überlebten die Leute in einem Land, das hart und unversöhnlich war. Der Schamane geriet beim Tanzen in Wallung, Schweiß verdunkelte sein Fell. Seine großen braunen Augen waren vor Konzentration geschlossen, seine Hufe fanden erneut den mächtigen Rhythmus. Er warf den Kopf zurück, seine kurzen Hörner durchstachen die Luft, der Schwanz zuckte. Andere tanzten neben ihm, ihre Körperwärme und die Hitze des Feuers, das trotz der Schneeflocken, die durch die Rauchöffnung im Dach eindrang und trotz des Windes brannte, hielten die Hütte warm und behaglich. Das wäre ein Fehler gewesen. Sie alle wussten, was daraus geschah. Sie konnten diese Winde und den Schnee nicht kontrollieren, wie sie es sonst vermochten, denn dies war sein Werk. Doch sie konnten diesem Angriff zum Trotz tanzen, feiern und lachen. Sie waren Towncars. Sie würden es übersehen. Die Welt war blau-weiß und es stürmte. Echt? Wo war da ein Fehler? Was? Wo? Hast du übersehen oder überstehen gesagt? Ja. Ja. Freundchen. Was? Du hast übersehen gesagt. Ja, muss ja nicht gucken. Ja, ist ja gut, okay. Zwei, einen habe ich noch, oder? Ich glaube, einen habe ich noch. Ja. Okay, Chat sagt auch übersehen. Ja, ist ja gut. So, einen Versuch habe ich noch. Die Welt war blau-weiß und es stürmte. Doch drin in der großen Halle war es warm und ruhig. Dicke Scheite näherten ein mannshohes Feuer. Nicht mannsho, sondern mannsho. Nee, andersrum. Nicht mal anzu, sondern mal zu. Ja, scheiße. Ja, komm rein, wer auch immer da ist. Okay, scheinbar nicht. Okay. Ja, weiß nicht, was ich vorlese. Ich habe, wie gesagt, es ist schon ein bisschen riskant und ich hoffe einfach, dass alle, die hier Texte reinschicken, dass ihr cool seid. Vielleicht als Zusatzregel, wenn ihr etwas postet, was nicht von euch ist, dann haut immer eine Quelle mit runter. Ich würde das gerne einbinden. Wer hat das geschrieben? Das halte ich für wichtig als Regel für uns, wenn wir dieses Ding tatsächlich weitermachen wollen. Und natürlich tut mir einen Gefallen, nichts Feindliches. Einfach nichts Feindliches, bitte. Es kann ernst sein. Es soll ernst sein. Es muss nicht immer nur lustig sein, aber lasst uns bitte keine Scheiße hier vorlesen.
Ansonsten, wenn ich was vorlese und ihr merkt, dass ich dann ein Problem damit habe, dann werde ich auch aufhören. So. Patrick. Ich kenne da so ein tolles Spiel. Du musst es unbedingt mal ausprobieren. Ja, dieses Spiel ist super geil. Spiel es doch mal auch. Oh nein, es ist so lustig. Es ist so gut und ich verkack's. In dem Moment, wo ich erkenne, was es ist, muss ich lachen und bin unkonzentriert. Ey. Quelle Wiki reicht nicht aus, Fox 22-Tufication. Und Google auch nicht. Und Quelle Internet leider auch nicht. Tut mir leid. So, jetzt. Ich kenne da so ein tolles Spiel. Du musst es unbedingt mal ausprobieren. Ja, dieses Spiel ist super geil. Spiel es doch mal auch mal an. Denn es macht riesen Fun. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spiel es auch mal an, denn das ist ein super Erlebnis. Ja, tu es nun, kauf es dir. Der Daddelautomat hat es auch Let's Played. So, jetzt kauf es dir und hab Spaß damit, denn es macht wirklich Fun. Und ich sag dir, es kauf es dir nun nur 70 Euro. Max Payne! Ja, Max Payne 3! Weiter geht's. Ich hab verloren. Das ist schön. Gute Idee. Tedison. Omorado. Guten Tag. The Egg by Andy Weir. Ist das schon ein Fehler? Nein, noch nicht. Auf Englisch jetzt. Okay, erster englischer Text. You were on your way home when you died. What's a... Ach, schon ein Fehler. Schwer, Englisch ist schwer, so nochmal. You were on your way home when you died. It was a car accident. Nothing particularly remarkable, but fatal nonetheless. You left behind a wife and two children. It was a painless death. The ENTs tried their best to save you, but not a... Schwer. Super schwer. The ENTs tried their best to save you, but to no avail. Your body was so utterly shattered, you were better off, trust me. And that's when you met me. What happened, you ask. Where am I? You died, I said, matter-of-factly. No point in min... Fuck. Mincing words. Okay, Englisch muss man echt nochmal anders reinkommen, glaube ich. Boah. Probelauf wäre cool, wenn die anderen dir das erklären könnten. Ich mache noch weiter, weil ich mache nur noch 15 Minuten. Ich lese Sachen vor, die Leute ins Forum gerade geschrieben haben und versuche es so gut wie möglich ohne Fehler zu machen. Sobald ich 3 Fehler bei einem Eintrag mache, gehe ich weiter. Und das ist eine Hirnfurz-Idee namens Verlesen als ein Format. Und das möchte ich eigentlich mit Büchern machen. Jetzt habe ich es doch erklärt, ist ja nicht so schlimm. Also. Ja, scheiße. Ich bleibe bei der Regel, aber Englisch ist schon echt krass. Ich hätte Lust, das weiterzulesen. Ich probiere es einfach mal weiter. Ne? Ich guck mal. Oh, ist das lang. Okay. Oh, ey, 15 Seiten. Aber Gunnar ist auch nicht so schwer, glaube ich, wie das. Okay, das nächste ist Deutsch. Ja, ich mach weiter. Wir bleiben bei der Regel. Englisch ist hart. Aber ich schicke auch gerne englische Texte. Warum denn nicht? Oh, das ist interessant. Sehr interessant. Naromo schreibt, das sind Bibeltexte von einer KI geschrieben. Hab ich generiert. Grammatik ist nicht immer ganz richtig. Boah. Bibelverse. Oh. Ich glaube, ich muss tatsächlich so langsam mal so ein Disclaimer irgendwie mit reinsetzen, dass alle Texte, die ich hier lese, das ist nicht meine Meinung sind. Bevor ich das jetzt lese. Das ist ein Disclaimer. Ich lese Texte vor. Das ist Konzept des Dings. Und wenn ich beim Lesen merke, dass es mir nicht gefällt, werde ich das anerkennen und werde ich das bemerken und nicht mehr weiterlesen. So. Psalm 104. Dein Vater sprach zu ihnen, sie sprach zu ihm, ich sprach zu ihm, ich bin deines Feldes Wasser und Jerusalem von der Worte und sprach, denn er kam des Herrn wie die Das ist auch scheiße. Das ist, nee, das kann ich, ja, egal, das ist die Regel, ich muss es versuchen. Das ist schwer. Vers 10, danke, ja. Okay. Oh, oh. Bot unser programmiert, werde dein Name, deine Platine kommen. Sehr lustig, Neil. Oh, ist das schwer. Weil das auch keine richtigen Sätze natürlich sind, aber ey, ich hab's gesagt, ich muss vorlesen. Also nochmal, was lese ich hier? Ich lese von Narumor, der es reingetragen hat. Das sind Bibeltexte von einer KI geschrieben, habe ich generiert. Grammatik ist nicht immer ganz richtig. Es ist gar keine Grammatik vorhanden. Alter. So, Psalm 104, Vers 10. Dein Vater sprach zu ihnen, sie sprach zu ihm, ich sprach zu ihm, ich bin deines Feldes Wasser und Jerusalem von der Worte und sprach. Denn er kam des Herrn, wird die Cherubim eine Stätte auf dem Herrn, die er geschrieben hat und die es geht nicht. Nee, kann ich nicht bringen. Ich kann auch nicht weiterlesen. Das ist zu hart. Nee, komm. Okay.
In Bot We Trust. Cosmo 82 fragt, ob ich religiös bin. Anderes Thema. Okay. Viva la Vendredi. Französisch, Viva la Vendredi. Was? Okay. Ah, ich kann es markieren, das ist ja noch besser. Dann sehe ich noch besser. Geil! Ich Vollidiot. Das ist ja viel besser. Okay, das ist von. Was ist die Hand-Augen-Koordination? Das lese ich gerade. Ah, okay. Ah, Moment, markieren. Was ist denn hier mit dem. Warum geht das nicht? Jetzt habe ich es. Okay. Also, Viva la Vendredi. Was ist die Augen-Hand-Koordination? Die Augen-Hand-Koordination ist die Fähigkeit, Aktivitäten auszuführen, für die gleichzeitig Hände und Augen benötigt werden. Beispielsweise Aufgaben, bei denen wir die über die Augen aufgenommenen Informationen, visuell-räumliche Wahrnehmung, verwenden, um die Hände zu leiten, eine Bewegung auszuführen. Wir verwenden die Augen, um die Aufmerksamkeit auf einen Reiz zu lenken und dem Gehirn zu helfen, zu verstehen, wo sich der Körper im Raum Selbstwahrnehmung befindet. Ja, das waren eigentlich schon zwei Fehler. Augen, ja. Oh. Zwei Fehler. Gut, Fehler sind Fehler. Scheiße, weiter geht's. Wir verwenden unsere Hände, um gleichzeitig gewisse Aufgaben auszuführen, für welche die visuellen Informationen, die über die Augen aufgenommen werden, notwendig ist. Die Augen-Hand-Koordination ist eine komplexe kognitive Fähigkeit, da hierbei visuelle und motorische Kapazitäten gleichzeitig benötigt werden, um die Hand durch visuelle Stimulation, die von den Augen aufgenommen wird, zu leiten. Die Augen-Hand-Koordination ist insbesondere in der Entwicklung von Kindern und für den schulischen Erfolg von großer Wichtigkeit. Doch auch im Erwachsenenleben ist diese Fähigkeit bei zahlreichen alltäglichen Aktivitäten unabdingbar, dem Zocken zum Beispiel. Für fast alle täglichen Aktivitäten ist die Augen-Hand-Koordination erforderlich. Deshalb ist es so wichtig, sie so gut wie möglich zu entwickeln. Im Allgemeinen verwenden wir viel... Fuck! Ah! Zum Schluss! Es war so knapp! Es war so knapp! Ah! 1:0 für die Viva la Vendredi. Scheiße. Gut. 12:06 Uhr. Ich habe ein bisschen Zeit. Ja, ich habe einen Text dazu geschmuggelt. Gut, ne? Gut, ne? Xaxax schreibt. Oh je. Ich habe nur die Überschrift gesehen, keine Sorge. Bayerisches Bier. Bier unser, als du bist im Glase gesegnet, ist dein Erfinder. Mein Rausch komme, dein Wurksche, wie ein Himmel so in die Kneipe. Und so du still uns heute, vergib uns unsere Schulden, wir haben mehr vergeben, unsere Gläubigen. Und führe uns nicht in den Milchbau, sondern gib uns die Kraft weiter zu trinken, denn dein ist der Durst, der Rausch und der Seligkeit. Ist das bayerisch oder indisch? Kommt auf den Bierpegel an. Dashi. Ich empfehle einen kleinen ich empfehle einen kleinen Abschnitt aus Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Das passt auch gut zu Freud und gilt als erster psychologischer Roman der Weltgeschichte. Die Rechte sind auch schon seit ein paar Jahren freigegeben. Der Kubrick-Film Eyes Wide Shut basiert übrigens auch auf diesem Text. Okay, spannend. Arthur Schnitzler Traumnovelle 1, Kapitel 1. Ja. Hat jemand geklopft? Scheinbar nicht. »24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen...« oh, warte mal, Entschuldigung, nee, da möchte ich anfangen, da war ich abgelenkt. So. So, jetzt. Ey, übrigens, ich habe mega Zahnschmerzen, muss ich nur sagen. Anderes Thema, ich mach weiter. Ich habe einfach mega Zahnschmerzen. So, jetzt. Ich fange nochmal an. Ein Fehler. Fehler sind Fehler. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amjad. Schon wieder falsch. Amjad? Amjad. Okay, zwei. Oh, ist das scheiße. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amjad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber, in seinen Purpurmantel gehüllt, lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternbesäten Nachthimmel und sein Blick. Bis hierher hatte die Kleine laut gelesen. Jetzt, beinahe plötzlich, fielen ihr die Augen zu. Die Eltern sahen einander lächelnd an. Fridolin beugte sich zu ihr nieder, küsste sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu, das auf dem noch nicht aufge...
Ah, abgeräumt, Tisch lag. Ah, schon wieder vorbei. Es ist so schnell. Hitcher, es soll keine Ausrede werden. Fehler sind Fehler. Keine Ausrede. Kontext wollte ich geben. Aber es macht manchmal auch keinen Sinn. Sweet Musical Jesus. Here we are again, bro. Just you and me. Same kind of moon, same kind of jungle. Rule number 10, remember? Whole platoon, 32 men chopped into meat. We walk out, just you and me, nobody else. Right on top, huh? Not a scratch, not a fucking scratch. You know, whoever you got you... Ah, fuck! You know, whoever got you, they'll come back again. And when he does, I'm gonna cut your name right into him. I'm gonna cut your name into him. Predator. So, Jamie Manfred. Proteinbiosynthese. Proteine werden häufig von spezialisierten Zellen ausgeschieden, Sekretion. Diese Proteine werden von den Ribosomen produziert, die dem rauen ER anhaften. Eines dieser Proteine ist zum Beispiel das Insulin aus Zellen der Bauchspeicheldrüse. Alle in Membran gebundenen Ribosomen entstehen Alle in Membran gebundenen Ribosomen entstehen Polypeptide. Es ist wirklich viel schwerer, als ich das gedacht habe. Ich habe gedacht, ich könnte ganz gut vorlesen. Fuck it, kann ich überhaupt nicht, ey. Ich möchte das Wort einmal laut vorlesen, bevor ich weitermache. Polypeptidketten. Das Polypeptid. Polypeptidketten. Ich kann's nicht! Es ist so hart! Polypeptidketten. Ey, fuck, wisst ihr was? Das ist mir zu hart. Wie wird das ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Timo, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Chat weggemacht. Ich bin so ein Vollhorst, ey. Ah, nee, da ist es alles klar. So, Google soll mir das jetzt vorlesen. Peptid. Polypeptidkette. Ah, Polypeptidkette. Natürlich, die Polypeptidketten, natürlich. Fuck off. Weiter geht's. Einen habe ich noch. Alle in Membran gebundenen Ribosomen entstehenden. Nein! Polypeptidketten. Schnitzel Iggy, versuch's mal mit deiner Mailadresse statt dem Usernamen. Es wird noch ganz viel umgebaut. Schnitzel hier, Caddy oder wie, ich habe Namen damals schon weg, hat im Chat gefragt, wie er sich anmelden kann. Nicht nur den Usernamen nennen, sondern die Mailadresse einbinden. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. So. So jetzt. Ja, ich habe verloren. Schönen Dank auch, Jamie Manfred. Okay, Hofschranz hat was rausgenommen oder wurde rausgenommen, weiß ich nicht. Monke Kahn, so. Wie wären denn ein paar Zungenbrecher zum Warmwerden? Drei dicke, dumme Damen donnern durch das dicke, doofe Dorf. Einsame Esel essen nasse Nesseln gern, nasse Nesseln essen einsame Esel gern. Der Frosterfrosch frostet im Froschforster. Eins. Ich muss vor allem noch langsamer lesen, echt. Okay, Dashi, mach ich. Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Es geht nicht. Der Frost. Ich habe Polypeptidketten nicht verkraftet. Polypeptidketten sind mein Nemesis. Ja, genau, wenn man bei jedem Möppen einfach einen Stromstoß kriegen würde. Ja, genau. Okay. Ja, komm, es ist Viertel nach. Einen mache ich noch und dann ist vorbei. Larifari 90. Der Zauberlehrling hat der alte Hexenmeister sind doch einmal weggegeben. Nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
Seine Worts und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Einmal Sound ausmachen, das habe ich vergessen. Schwurm. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen, auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse, und mit Blitze schnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende es... Fuck! Ja, waren aber schon zu viele Fehler. Waren zu viele Fehler. Okay, warte mal, das finde ich lustig. Fuck off, Alter, du kommst jetzt hier und du machst es, los! Du machst das jetzt live, ey. Ohne den Text zu sehen. Dumm schreibt den Chat, das muss ich auswendig lernen. Ohne den Text, ich kann das nicht mehr auswendig. Wie, du kannst es nicht, aber ach so. Das war in der Schule. Du musst einsprechen, sei ruhig. Aber, ach, Elias, du musst doch alles einsprechen. Aber weißt du, wie man das betont? Boah, du hast es schon ziemlich gut betont. Ja, geil. Nö, ja, dann nicht. Wenn du es nicht auswendig kannst, dann nicht. Auswendig, da würde ich jetzt fällen. Ja, okay. So wie du. Okay. Ja, dann mach mal an der Webseite weiter, ne? Dann doch Webseite. Danke, Doom. Entschuldigung, Elias. Ja, das ist der Dominik wohl im Chat. Hm? Ja. So, ich habe, glaube ich, noch... Ich mache noch einen Versuch, so ist es. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzesschnelle. Ach, da war auch schon Fehler. Na gut, okay. Gut, vorbei. Das war's. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe übrigens, dass die Soundaufnahme hier tatsächlich auch weiterlief. Es scheint so. Ich höre mir das mal an. Und guck mal, wie die Qualität ist. Hör mir das tatsächlich mal als Podcast an, einfach mal um zu überprüfen, ob sowas tatsächlich auch ankommt, ob das vielleicht sogar was Nettes ist, was auch im Podcast-Universum laufen könnte. Ansonsten, lieber Chat, haut mir doch noch mal kurz ein bisschen Feedback raus und liebe Leute, die im Forum unterwegs sind, das wäre cool, wenn ihr mir auch in den gleichen Thread einfach Feedback reinschickt. Irgendwie glaube ich, dass da was ist. Mir macht das jetzt schon Spaß. Das wird jetzt kein Mega-Highlight, das wird nicht die Unterhaltungsbranche revolutionieren, ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt für jemanden, der das dann auch macht. Ich hinterfrage die Regeln, die man vielleicht aufstellen könnte. Und wer weiß, wenn man echt gute Leute da hat, wie Gunnar zum Beispiel selber. Gunnar muss sein eigenes Buch vorlesen, ohne sich zu verlesen. Wie geil wäre das denn? Natürlich. Ich glaube, da ist was, keine Ahnung, ich habe mit niemandem wirklich drüber gesprochen, außer mit unserem Alvin, der mir jetzt schon unglaublich viele gute Tipps gegeben hat. Ich habe noch nicht mal Ingo gefragt, ob der überhaupt Bock hat. Ja. So. Jetzt Andi Strauß, ja, Hentaten schreibt gerade, natürlich, ich habe an Andi habe ich gedacht, selbstverständlich. Ja. Okay. Da habe ich einmal mal gelesen. Das war ein absolut komplett spontanes Hangy-Ding mit einer Konzeptidee namens Vorlesen, Verlesen, nicht Vorlesen, Verlesen. Ich habe Lust, weiter zu testen, ob das Spaß macht. Die Regeln fasse ich nochmal kurz zusammen. Ich lese Texte und oder Bücher, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe, um mein Vorlesen und die Erzählerstimme zu trainieren. Der Autor oder die Autorin des Textes oder des Buches gibt mir eine Seitenzahl vor, die ich schaffen muss. Wenn ich das schaffe, ohne mich zu verlesen, gibt es dann Anzahl X Bücher der Autorin oder des Autors. Vorhin hatte noch ein Kollege im Chat geschrieben, Coco irgendwas, sorry, Vollnamen habe ich vergessen, dass man es auch so machen könnte, pro Seite ein Buch. Also ich schaffe die erste Seite, oder ich schaffe drei Seiten in Gunnars Buch und er muss mir drei Bücher geben, aber es ist gecapped, also es gibt eine Maximalanzahl von 5. Mit dabei Gäste, unterschiedliche Leute, ist mitnichten immer nur ich, der irgendwelche Sachen vorliest. Vielleicht hat Bell auch mal Bock, Bell hat auch bestimmt super viele geile Ideen, Simon...
Und einfach, wer Lust hat. So. Das war's. Ich gehe jetzt. Ingo ist Endboss in dem Format. Ey, Pat Parzen schreibt das gerade im Chat. Ey, Ingo Mess, ey, kein Scheiß. Was der für Texte von uns bekommen hat, die einfach voll für den Arsch waren. Und der liest die und er macht es, das ist so krass. Es ist kein Wunder, dass er auch wirklich Vorträge macht und Workshops hält, weil der einfach Arsch fucking gut ist. Unglaublich gut. Ja. Das ist ein schönes Handwerk. Vertonen. Finde ich super. So. Einfach mal so. Das war's. Hanging Session, ganz spontan. Schreibt es auch in die YouTube-Comments, wenn ihr das auf YouTube seht, irgendwie, ob ihr das cool findet oder nicht. Und wäre schön, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich glaube, man sollte immer ein paar Sachen durchhalten, auch wenn die echt lange sind, um sich eine Meinung zu bilden. Aber auch die erste Meinung ist auch immer gut. Ist auch wichtig, macht man sicher. Tschüss, macht's gut. Timo, ich bin raus. Tschüss, Dankeschön für alle. Danke allen, für alles. Tschüss.